höre, ist es deutlich wärmer. Also, die haben ihr Handwerk verstanden hier. Wenn jemand sich mit Klima auskennt, gerne auch. Aber wie gesagt, schon eingangs, das war ein Spiel, das glaube ich alle Gemüter ein wenig erregt hat. Und da brauchst du bestimmt auch ein bisschen, bis der Puls dann irgendwann wieder normal ist. Verehrte Gäste, liebe Fußballfreunde, ich darf Sie sehr herzlich willkommen heißen zur Pressekonferenz am heutigen Tage, zum Regionalliga-Auftakt in Sachen Heimspiele für den VfB Germania Halberstadt. Erster Kontrahent hier im Friedensstadion in dieser Saison, der erste FC Magdeburg. Ich darf beide Trainer sehr herzlich begrüßen, beide nicht zum ersten Mal hier, deswegen bekanntermaßen Gästetrainer jetzt für den ersten FC Magdeburg, Jens Hertel, herzlich willkommen und Ihr Applaus sicherlich auch für den Gast. Und auf der anderen Seite Achim Hollerith, unser Cheftrainer. Die offizielle Zuschauerzahl des heutigen Tages, damit möchte ich beginnen, 3051, also 3051. Und das Spielendergebnis 4:2. Nach folgendem Spielverlauf: 0:1 Kevin Nennhuber, 28. Minute, 1:1 Karl Labisch, 66. 2:1 dann Jan Nagel, 67. Dann Florian Egger zum 3:1 in der 84. Nach unseren Erkenntnissen dann Marius sowieso mit dem zweiten Magdeburger Treffer. Wer war zuletzt dran? War schwer zu sehen. Auf alle Fälle das in der 89. Minute und in der 90. Minute 4:2 dann noch einmal Pascal Eckert. Dort die Statistik. Und jetzt die Statements der Trainer und da beginnen wir natürlich auch heute mit unserem Gast Jens Hertel. Also erstmal Glückwunsch an Halberstadt, die wir das Derby am Ende, wenn man die beiden Halbzeiten zusammen nicht unverdient gewonnen haben. Aus unserer Sicht natürlich sehr, sehr ärgerlich, weil das Spiel lief genauso, wie wir es uns vorgestellt haben. Wir sind also schon vor der Führung hatten wir, denke ich, klare Möglichkeiten in eine einzelne Führung. Das ist schon glücklich und verpassen es dann das zweite oder das dritte in der ersten Halbzeit nachzulegen. Und ja, dann in der zweiten Halbzeit haben wir es eben nicht mehr geschafft, so gefährlich zu werden, und, aber trotzdem waren wir kontrolliert und hatten eigentlich das Spiel irgendwo schon im Griff. Dann geben wir es innerhalb von 2 Minuten völlig aus der Hand. Das Gegentor, das erste aus dem eigenen Einwurf. Und dann ja, haben sich die Jungs, glaube ich, irgendwo noch im Kopf gemacht. Und dann stand es schon 2:1. Und ja, mit dem 3:1 war es dann natürlich schwer, 2 Tore aufzuholen. Und wir sind dann nochmal rangekommen, haben dann nochmal heute ein bisschen umstellen, kriegen dann direkt das vierte. Ja, dann verlierst du am Ende so ein Derby. Tut mir leid für unsere Fans. Müssen wir uns entschuldigen, weil das, was wir dann zu der Halbzeit gemacht haben, hinten raus, das war dann eben so eines Derbys nicht würdig. Und ja, müssen wir zusehen, dass wir schnellstens die Kurve kriegen, denn ansonsten können wir unsere Ziele dann natürlich kassieren. Vielen Dank. Ja, danke. So, und ich glaube, die 90 Minuten waren ja lieber als das, was jetzt kommt, aber es wird nicht, du bist dran. Ich begrüße das Statement von Achim Hollerith. Ja, hallo zusammen. Jetzt darf ich endlich nach 4 Monaten beim Heimspiel endlich mal eine Pressekonferenz machen, wo wir als Sieger vom Platz gehen. Ich habe ja, kann mich mal erinnern, die letzte Pressekonferenz in der letzten Saison habe ich gesagt, wir werden ein Heimspiel gewinnen. Das ist das erste gegen Magdeburg. Mein kleiner Kollege hat schon gesagt, erste Halbzeit, ja, meiner Ansicht nach, ich glaube, unglücklich, 1:0 in Rückstand geraten, können ohne Wenn und Aber innerhalb von 5 Sekunden 2 Pfostenschüsse, kannst du 2:0 hinten sein. Dann waren wir in der Kabine gesessen, habe ich schon gemerkt, wie der ein oder andere ein bisschen anfängt zu prüfeln. Ja, wir waren in der ersten Halbzeit nicht zwingend genug und dann habe ich ihn nur ganz appelliert, habe gesagt, denkt alle 5 Wochen zurück, ja, wie wir alle mitgefiebert haben.
wie wir gesagt haben, auch wie geil ist die Weltmeisterschaft. Gänsehaut, alle, die Zuschauer haben gesehen, alle sind ausgeflippt und haben gesagt, holt euch das. Holt euch das in der zweiten Halbzeit, holt euch die Emotionen und was die Mannschaft dann in der zweiten Halbzeit geleistet hat. Chapeau. Das ist aber auch, was ich von meinen Jungs erwarte, egal wie der Spielstand ist, selbst wenn wir mit einer der zwei Pfostenschüsse reingegangen wären, wir hätten zweimal hinten gelegen, hätten den Ball rausgeholt und wir werden immer Gas geben bis zum Schluss, weil wenn der Schiedsrichter abfällt, dann gucken wir, ob es gereicht hat oder nicht. Heute hat es gereicht, es war super, es ist alles aufgegangen. Pascal Eckert macht natürlich ein super Spiel, auch das ist so aufgegangen, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir haben ja ein, zweimal Magdeburg begutachtet. Da war unser Eindruck, ja, dass so ab 60, 70 Minuten ein bisschen der Saft ausgeht, wenn dann so einen kleinen, kribbeligen Kerl da vorne drin hast, der wohl, das meine ich jetzt nicht böse, den Kopf total ausschaltet und nur den Ball im Blick hat. Und es war einfach eine geschlossene Mannschaftsleistung. Ich freue mich unheimlich, dass wir hier mit dem Sieg, Heimsieg in die Runde gestartet sind. Und ich hoffe, dass im nächsten Heimspiel, dass wieder mit drei vorne dran steht, also beim Zuschauen. Vielen Dank, Achim. Wir wollen natürlich auch heute die Runde dahingehend eröffnen, dass jeder, der jetzt noch eine Frage hat, gerne diese Frage stellen kann. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass weiterhin Ruhe herrscht im Saal. Wir sind hier bei einer Pressekonferenz und noch nicht bei der Abdreh-Ski- oder Abdreh-Fußballfette. Also bitte noch einen Augenblick Geduld und ein kleines bisschen respektvolle Ruhe. Denn wir wissen natürlich auch, dass hier in der Region eine Menge Fußballfreunde auf beide Vereine schauen und es wäre, glaube ich, eine falsche Sichtweise, den Magdeburgern nicht von hier aus für den weiteren Werdegang alles Gute zu wünschen, denn wir schauen da auch gerne mal rüber, die Infrastruktur haben wir so noch nicht ganz hier. Gleichwohl kümmern wir uns natürlich in erster Linie um uns und sind erfreut über diesen Schritt, den wir heute haben machen können. So, dann geht es jetzt also in die Offensive. Für diejenigen, die noch nachlegen möchten, gibt es Fragen an die beiden Trainer. Das scheint also nicht der Fall zu sein. Dann ist beiden damit herzlichen Dank. Eine Frage ab. Ja, hat Halberstadt schon mal jemals nach der Wende gegen Magdeburg im eigenen Stadion gewonnen oder nicht? Ich weiß nicht, ob der Einheim das weiß. Wir hatten mal Pokal-Halbfinale, das haben wir hier 1-0 gewonnen, um dann ins Finale gegen den HFC einzuziehen. Ohne Pokal. Ohne Pokal haben wir das in den Punktspielen noch nicht gehabt. Wir wollen aber auch in keinster Weise irgendwo jetzt anfangen, den Zettel hier so ein bisschen zu quälen. Da kommt schon mit Gedanken voll für die nächsten Spiele. Ich möchte beide Trainer dann auch gleich mit dem Dank entlassen, aber vorher bitte ich nochmal um Aufmerksamkeit. Wäre schön, wenn das nochmal 2 Minuten ginge, denn es gibt gerade eine wichtige Personalentscheidung. Freunde, 2 Minuten noch bitte. Denn der VfB Germania wird morgen offiziell einen weiteren Neuzugang verkünden. Einer der beiden Vereine sehr wohl gut bekannt sein dürfte, denn seine Familiendynastie ist nicht weit von hier beheimatet, in Sagstedt. Er begann auch beim FSV 20, um dann in der Jugend nach Magdeburg zu wechseln. Geografisch erfolgte eine riesen Rundreise, einige Stationen seien genannt, Arminia Bielefeld, Borussia Dortmund, der FC Homburg und zuletzt Hessen Kassel. Ab Montag beim VfB Germania Halberstadt begrüßen wir dann keinen geringeren als Christopher Kullmann. So, damit Dankeschön heute nochmal die Halberstadtwerke und an Türkel auch unsere sportlichen Partner. Jetzt hat er guten Heimweg, alles Gute. Achim, wir sind in der Stelle sehr gefordert. Ihnen herzlichen Dank, schönen Sonntag, das Befehl ist eröffnet.